Du konstruierst die Mittelparallele. Also, du brauchst einen Zirkel, einen langen Maßstab und ein Geodreieck. Du versuchst, eine Gerade in der Mitte deren zwei Parallelen zu konstruieren. Du zeichnest eine rechtwinklig stehende Gerade an den äußeren Enden. Du stichst auf dem Schnittpunkt mit dem Zirkel ein. Du machst den Radius des Winkels mehr als die Hälfte. Dann machst du die Kreislinie. Auf der anderen Seite machst du das auch so, ohne den Radius zu ändern. Danach machst du noch eine rechtwinklig stehende Gerade. Dann machst du es nochmals so wie vorher. Einstechen und so weiter. Nun verbindest du alle Schnittpunkte. Das Violette ist die Mittelparallele.